Die Angst vor der unheimlichen Seuche ist groß in Guinea. In dem westafrikanischen Land ist Ebola ausgebrochen, eine hoch ansteckende Virusinfektion. In rund 90% aller Fälle verläuft die Krankheit tödlich. Dutzende Menschen sind in Guinea bereits ums Leben gekommen. Die ersten Fälle wurden Anfang Februar registriert, in drei Städten im Südosten des Landes sowie in der Hauptstadt Conakry. Wir haben sofort Proben an tropenmedizinische Speziallabore geschickt, sagt Regierungssprecher Damantan Camara. Das Gesundheitsministerium hat die Bestimmung des Virus abgewartet. Aber dann bekamen wir die Bestätigung. Es ist Ebola. Ebola tritt meist in Ländern wie Uganda, Kongo oder dem Südsudan auf. Guinea ist zum ersten Mal von der Seuche betroffen. Entsprechend verunsichert seien die Behörden, sagt Gemma Dominguez von der Organisation Ärzte ohne Grenzen. Die Lage in Conakry ist alarmierend und es herrscht ein bisschen Panik. In anderen Gegenden, wo die Seuche öfter vorkommt, ist es für die Menschen auch nicht leicht. Sie haben auch Angst, denn die Krankheit ist ausgesprochen tödlich. Aber sie sind den Umgang damit ein bisschen mehr gewöhnt. Am Sonntag traf medizinische Hilfe in Conakry ein. Die Ärzte ohne Grenzen wollen mehr als 30 Tonnen Medikamente und Ausrüstung ins Land bringen. In den betroffenen Gebieten sollen Quarantänestationen eingerichtet werden. Das Ebola-Virus gehört zu den ansteckendsten Erregern der Welt. Es kann durch infizierte Tiere wie Affen oder Fledermäuse, aber auch durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen werden.